was jetzt passiert in der Welt, eine Auferweckung von den Toten, die Geister, die geschlafen haben und viele gedacht haben, sie seien tot, wachen auf in dieser Welt. In allen Enden, auf allen Kontinenten wachen die Menschen auf aus ihrem Tiefschlaf. Wie Schneewittchen stehen sie auf und werden von dem Prinzen geküsst, von Christus in seiner Macht, durch den Geist, der ausgegossen wurde, hier auf dieser Erde, auf alles Fleisch. Und alle wachen auf und alle fangen an zu leben. Im Lichte fangen sie an zu sein. Auch du und du und du. Alle werden sie leben. Leben und überleben das, was jetzt kommt, weil sie in der Liebe bleiben, weil sie die Liebe nicht verlassen, weil sie die Liebe nicht aufgeben, nicht wegwerfen, nicht verkaufen und sich nicht kaufen lassen. All die, die in dieser Liebe sind, werden gerettet, erlöst und auferweckt von den Toten. Die Geister wachen auf, die Toten stehen von ihrem Tiefschlaf auf. So passiert es jetzt momentan auf der ganzen Erde. Überall. Die Menschen wissen, es ist die Quarantänezeit. Es ist die Prüfung. Es ist das Finale für alle uns. So ist es. Lieber Bruder, liebe Schwester, Spiele sind vorbei. Game over. Kein Level mehr. Keine Wiederholung mehr. Keine Warteschleife. Keine Karma mehr. Kein Lebensrat mehr. Keine Spielchen mehr, nur noch das Leben und nur noch die Liebe und nur noch die Hoffnung, dass es noch besser wird, wie es schon ist. Das ist jetzt das, was passiert, das Aufwachen von den Toten, der Geister, dein Geist, mein Geist, werden wach, befreien sich von allem, erinnern sich an die viele Leben, die wir gelebt haben als Geist, als Seele. Als Seele und allen den Zeiten, die wir erlebt haben. Das ist alles in einem selbst. Deshalb ist es wichtig, zu sich selbst zu finden, in sich die Quelle zu entdecken, die Quelle der Leben, des Lebens, des ewigen Lebens. Weil der Geist ewig lebt, ist doch logisch. Mann. Und das passiert jetzt. Die Büro oder Avatare werden angemacht, aktiviert, 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 aktiviert. Und das, was früher vom künstliche Intelligenz, diesen Verstand hier, so gut wie möglich gehandhabt wurde, wird jetzt von dem Geist übernommen. Manche Geister sind besser dran, manche weniger besser. Deshalb gibt es die Lebensschule hier auf Erden. Die Lebensschule, den Lebensquest. Es ist sozusagen die Schule für die Kinder Gottes. Es ist die Schule des Lebens, das ist die Lebensschule. Und dann gibt es noch die Engelschule. Das ist die Pilgrim-Volunteur-Schule. Es ist die Schule deren, die das Licht bringen, die Befreiung möglich machen. Die 144.000 weltweit und viele mehr. Es kommen viele mehr. Alle, die im Lichte sind, alle, die Sternkinder sind, Sonnenlicht in sich haben, Liebe geben, Liebe sind. Alle, die, die sich als ein Ganzes sehen, in einer Liebe sind, die sind dabei und leben und erschaffen und verändern. Und regeln alles und schaffen Frieden für lange Zeit und geben Ruhe für diese Welt und erschaffen diese Welt von neuem wunderbar und wunderschön und befreien die Natur und die Tierwelt und ermöglichen, dass auch die Tiere frei ohne Gewalt leben können und alle miteinander auskommen. Das passiert jetzt momentan, das Aufwachen der Schöpfung Gottes, das Wachwerden von Gott. Wir werden in dir und in